Willkommen zurück zu Outlaws Whistleblower. Wir sind hier immer noch in diesem scheiß Gefängnisblock. Und ich habe keine Ahnung, was hier passiert gerade. Schlangt sich hier alle die rüber ein, Alter. Hier werden irgendwelche Leute aufgegessen. Warum denn auch nicht, wenn man Hunger hat, ne? Gelange zur Funkgerät im Gefängnis. Ist immer noch unsere Mission. Wo kommt denn er her? Waylon Park. You couldn't just... couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Alter, wo kommt er her? Do me a favor and die here, Park. Oh Mann, ey. Oh, Funkgerät ist am Arsch. Oh nee, nicht er, wa? Der macht die Hütte zu, ey, fuck. Komm, mach zu, mach zu, mach zu. Am besten immer hinter sich die Türen zu machen. Weil das gibt uns ein bisschen Zeit zum Abhauen. Erreiche den Verwaltungsblock, um zu entkommen. Bewahren Sie Ruhe. Bewahren Sie Ruhe. Sieht das so aus, als würde ich Ruhe bewahren, Alter? Nee. Mal echt jetzt, ey. Ist ein Kopf, ey. Ich glaube, wir lassen ihn mal da. Besser für ihn. Another poor soul. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Alles klar, wahrscheinlich bist du krank. So, jetzt muss ich hier erstmal die Lampe. Warte mal, bevor wir da lang rennen, muss ich gerne mal hier gucken. Ja. Lasst euch nicht raus, Alter, ihr könnt da drinnen schmoren. Abgehender Profit. Betreff Schein. Schwangerschaften. Echter Profit. Rick. Das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen vom Projekt Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen.
Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich und dass es hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu kehren. Aber die Aktivität der morphogenetischen Antriebs im Markt dieser Damen war jenseits von Gut und Böse. Und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von BPPM, aber ich kann Tabletten lesen und die Profitberechnung von Projekt Wallrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir eine Frage. Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unästhetisch und eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtung, yeah. Oder JER. Wie auch immer. Also weiter schon mal richtig da lang zu gehen. Alleine schon wegen dem Dokument. Nur mal kurz in den Ort gespielt. Ich fick die Fotze, die da geht. Blonde Haare, dicker Arsch, diese Fotze wird geritten. Scheiß Batterien, Alter. Eine verbraucht, eine aufgenommen. Sehr schön, so muss es sein. Das zu. Na, warte mal. Oh, der ist hinter uns zwar. Also kann ich schon mal rennen gegen Weltmeister. Hui. Ui, das ist ja jetzt richtig hell hier. Ja, zack. Zack. Okay, die Tür geht nicht. Jetzt scheine ich hier irgendwo im Hof zu sein. Aber schwer zu erkennen hier nicht. Müssen wir durch. Müssen wir durch. Und guck mal, so ja richtig gelaufen. Hat man natürlich auch nicht alle Tage. Ja, ein bisschen ducken. Das sieht aus wie Strom. Das wird auch Strom sein. Keine Dokumente, keine Briefe. Da ist das scheiß Ghetto zu. Aber hier brennt Licht. Ich glaube, hier waren wir doch schon, oder? Nee. Oh. Mach mal weiter.
Go your fucking self! Er ist voll der Wichser, ey. Läuft bei ihm. So, 2 Batterien noch. Die blöde Drecksau, ey, jetzt können wir wieder zurück, ey, weil er den Strom wieder angemacht hat. So ein kleiner Stricher, ey. Ey, da ein bisschen so viel wichst, ey, wa? Mit dem ganzen Blut hier, ey. So ein kleiner Penner, ey. Hat er echt mit seinen Wichspfoten mich angefasst, ey. Fasst das nicht, ey. Bleib bloß weg von mir, ey. Kein Bock auf seine Wichsgriffe, Alter. Von denen hier im Arsch ficken zu lassen hier, Alter. Ist doch wahr, ey. Ja, da gibt es nur einen Weg, die Tür. Direkt lieber hinter mir zu, was willst du, was ständig hinter mir her ist, Alter. Ah, hier mal eine Runde schwimmen. Oh, was war das, ey? Puh, langsam drückt es, ey. Kann ja sein, dass hier ein paar Dokumente liegen, aber ist nicht. Zu den Käfig. So, wir gucken mal. Da, das zu, kommen wir da irgendwie hin. Ja, scheiß Batterie, ey. Wird langsam eng. Ja, da ist zu, also geht's da nicht weiter. Okay, dann gibt's nur einen Weg. Alle guten Dinge kommen von oben. Oder alles Gute kommt von oben. Alter, wo bin ich denn jetzt hier, ey, Drecksloch, ey? Ja, rennen wir mal hier hoch. Rüberspringen, ey. Oh, Mann, war knapp. Und eine Leiter. Immer rumrennen hier. Okay. Dann steigen wir mal hier raus. Da kommen wir nicht.
lắm. Ah, oh, Alter, war das knapp. Komm, 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 komm. Wieder inner, ey. Sieht so aus wie so ein Scheunendach hier, was das hier sein soll. Scheiße, wo geht denn das hier weiter? Schlingen. If we did, he could be our goat. What in creation are you talking about? He just likes to hear himself talk. We need a goat. There's reason here to bear our guilt, our gender. Was die alle für Scheiße labern hier, ey. Ist doch nicht mehr normal. Mann, diese scheiß Batterien, ey, was ist das für eine Billigkamera? Ja, super, ey. Boah, Quatsch, ich wusste nicht voll, Alter. Ah, ja, hört sich gut an. Batterie. Oh, es wird düster. Ein Klo, der hat keine Sorgen mehr. Hallo. Leben Sie noch? Oder machen Sie nur ein Nickerchen? If they catch us, they'll give us to him. The man downstairs. The man. Listen there. Very bad. Very, very bad. God. Oh God. Wahrscheinlich der Unsichtbare, wa? Alter, du fucking Bastard, Alter. Die haben noch alle was am Kopf wahrscheinlich. Die Batterie ist aber schnell unten, ey. Aha. Ein Dokument zum Lesen. Dann werden wir uns gleich mal eintrillern. Patient Dennis. Betrifft dissoziativer Dennis. Dr. Ford. An diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme Ihren Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen Vieren von Dennis Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder. Na, da haben sie einen Schreibfehler drin, die heißt es um zwei Börder. Aber es heißt zwei Brüder, den Vater und den Großvater.
Sie scheinen sich hauptsächlich von einer Art lebensbedrohlicher Flut zu sorgen. Auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellung und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenbogverfechtern der kategorischen Skepterin von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. Wow. Im Dennis Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, der eher Symptome von extremer Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Hochachtungsvoll, Dr. Wolfram. Boah. Junge, 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 hier ist dann schon was los, ey. So. Ich muss mich mal kurz entschuldigen, ich muss mal ganz den Duft. Tut mir leid. Ich beeil mich. Mr. Razor ist gut, ist wieder back am Start von einem WC-Gang. So, dann springen wir mal hier hoch. Die Lampe können wir erstmal ausmachen oder auch nicht. Ja, auch wenn man eine Live-Aufnahme macht, eines Let's Play, ja, dann muss man auch mal auf Toilette, wenn es mal dringend notwendig ist. So. Das zu. Frag mich, wer hier immer quatscht, ey. Boah, jetzt sind wir hier komplett falsch gelaufen, wa? War doch nicht. Ah. There he is. What do you think? Oh, he'll do. Oh nee. Das ist nicht er, oder? Jetzt heißt es wieder rennen. Hoppala. Jetzt muss ich mich erstmal irritieren hier, wo lang, ey. Oh Gott. Ah, sehr schön. Batterie wechseln. Alter, Fleisch, ey, hörst du nur Fleisch, ey. Oh, ist jetzt nicht wieder der Typ, oder? Alter, fuck you, Alter.
Und eine Batterie. Ich würde sagen, ich stelle mich hier erstmal in der Ecke und machen auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter. Also haut da rein, bis dann.